ein neuer Trainingstag steht an. Was haben wir für euch? 18-minütiges AMRAP. 4 Stationen. Station 1, Hollow Body Hold. Station 2, Jumping Jacks. Station 3, Hand Release Push-Ups. Und Station 4, Wall Sit. Schaut es euch an auf YouTube. Bis gleich. Ciao. Schön, dass ihr dabei seid. Für unser Warm-up brauchen wir heute eine Matte. Wir haben 3 Runden geplant mit 4 Stationen und jede Station wollen wir für 10 Wiederholungen ausführen. Okay? Ich erkläre aber die erste Übung und dann machen wir die Anzahl, machen die erste Runde quasi Schritt für Schritt und Runde 2 und 3 dann direkt nonstop hintereinander. Wir starten. Auf der Matte und wir haben unsere Tuck-Sit-Ups. Dafür als erstes mal hier in der Position, wie ich das jetzt bin, hinsetzen. Die Beine sind gebeugt, wir können uns kurz an den Knien festhalten und dann wollen wir mal die Hände lösen, schauen, ob wir das Gleichgewicht halten können. Das ist unsere Start- und Endposition. Aus dieser Position wollen wir uns jetzt strecken und wieder ranziehen. Strecken und wieder ranziehen. Und wenn ihr das richtig gesehen habt, ich liege nie wirklich komplett flach am Boden. Ja? Ich habe immer die Beine in der Luft, die Schultern berühren nicht den Boden. Ich habe hier eine schöne Spannung im Rumpf und aus dieser Position komme ich wieder in unsere Taktposition. Okay? Das Ganze machen wir jetzt für 10 Wiederholungen, jeder in seinem eigenen Tempo und schaut mal, wie es mit dem Gleichgewicht ausschaut. Okay, war glaube ich nicht so schlimm. Dann geht es weiter in die Bauchlage. Wir haben die Arme schulterbreit über Kopf. Der Daumen zeigt dann zur Decke. Die Beine sind gestreckt, möglichst eng beieinander, parallel zueinander. Und dann wollen wir Arme und Beine gleichzeitig anheben. Die Top-Position kurz für einen Moment halten. Und wieder ablegen, komplett entspannen. Schaut euch das erstmal an, bevor wir in die Übung gehen. Okay, also Arme und Beine gleichzeitig anheben, kurz die obere Position halten und davon machen wir jetzt 10 Wiederholungen. Bleiben gleich hier fast in der Position und wir wollen als nächstes Step Push-Ups machen. Hier ist das Ziel, dass wir im gestreckten Arm genau diese Bewegung ausführen. Die Schulter nach hinten ziehen und die Schulter nach vorne drücken. Das ist nur die Bewegung im Schulterblattbereich. Okay? Damit das vielleicht für unsere Beginner ein bisschen leichter umzusetzen ist, leichter nachzuvollziehen. Gern auch mal die Variante auf den Knien ausprobieren. Da haben wir nicht so viel Last. Wir können uns mehr auf die Schulterblätter konzentrieren. Ich mache das mal in der Variante mit. Das heißt, Schulterblätter zusammenziehen und maximal wegdrücken vom Boden. Und die Schulterblätter zusammenziehen
und wegdrücken. Ja? Während der Ausführung ist immer der Arm komplett gestreckt. Machen noch die restlichen 7 Wiederholungen jetzt. Wollen die Schulterblattmuskulatur stärken und auch auf das Workout, auf die Drückbewegung vorbereiten. Dann als 4. Station haben wir den Sky Reach, das heißt, wir gehen in unsere Kniebeugeposition, findet hier einen Stand, in dem ihr euch angenehm, komfortabel hinhocken könnt. Dann wollen wir mit der rechten Hand an den linken Knöchel greifen und mit der linken Hand mit dem Arm über Kopf rotieren. Okay, dann machen wir 5 Wiederholungen pro Seite und dann wechseln wir die Seite. Wichtig ist, dass ihr versucht, mit den Augen eurer Hand zu folgen, dass ihr die Hand zur Decke streckt und weiterhin auch zur Decke schaut. Jetzt Seitenwechsel. Unsere erste Runde. Wir gehen jetzt gemeinsam noch durch Runde 2 und 3. Starten wir dann mit Tuck-Ups, Superman, Skip Push-Ups und Sky Reach. Hier wieder eure stabile Sitzposition finden, Füße lösen, Hände lösen und dann strecken. Sehr gut. Superman, gehen wir in die Bauchlage. Arme, Hände, Schulter breit. Füße relativ eng beieinander und dann Arm und Bein gleichzeitig lösen. Die Schulterblätter zusammenziehen und rausdrücken. Ja, ich demonstriere nochmal die Übung mit den Knien am Boden. Arme bleiben gestreckt. Top-Position, wenn wir uns vom Boden wegdrücken, bewusst lang halten. Okay.
Position finden, in der ihr euch wohlfühlt. Diagonal den Knöchel greifen und über Kopf rotieren. Der Blick folgt der Hand. Seitenwechsel. Eine letzte Runde. Zehn. Superman. Push-ups. Da war noch was. Und jetzt kommt unsere Skyridge. Sehr gut. Das ist unsere Warm-up. Wir bereiten uns jetzt gleich für unser Workout vor. Wir sprechen nochmal alle einzelnen Stationen und dann geht es auch gleich los mit dem 18 Minuten M-Rap. Okay, ich wiederhole nochmal unser heutiges Workout. 18 Minuten lang das Ganze, 4 Stationen. Station Nummer 1. Haben wir 2 Übungen zur Auswahl, je nachdem, wo ihr gerade steht, welche Position ihr besser halten könnt. Das ist entweder Bent Hollow Hold oder Hollow Hold. Zeige ich gleich beide Varianten. Dann haben wir Jumping Jacks. Als dritte Variante oder dritte Station vielmehr haben wir entweder Hand Release Push-Ups oder Shoulder Taps, wer mit den Push-Ups noch nicht so weit ist und den Oberkörper stärken will, Schulterblattmuskulatur aufbauen möchte, macht die Schultertaps. Auch hier zeige ich wieder beide Varianten. Und ganz zum Schluss, vielleicht die unangenehmste Übung ist der Wall Sit. Da am besten dann entweder ein Türrahmen, ich gehe heute hier an den Pfosten, oder einfach, wie es der Name schon sagt, gegen die Wand lehnen und in der Kniebeugeposition
eine Minute das Ganze halte. Okay, wir gehen zur Übung 1. Hollow Hold, Bend Hollow Hold. Unser Fokus ist auf dem unteren Rücken. Der untere Rücken soll Bodenkontakt haben und wir wollen nicht ins Hohlkreuz gezogen werden. Ja? Das heißt, wir legen uns als erstes mal auf den Rücken, rollen die Schultern vom Boden auf und heben beide Beine. Jetzt die Hände nach vorn, als würdet ihr eure Fersen versuchen zu erreichen. Und das ist unsere erste Position, Bend Hollow Hold. Das Bend bezieht sich auf die gebeugten Beine. Den Kontakt, den ihr jetzt spürt, der komplette untere Rücken hat Bodenkontakt. Das ist die Anforderung für diese Übung. Das heißt, wir haben eine kurze Bauchdecke, einen langen Rücken, einen flachen Rücken, der auf dem Boden liegt. Okay? Diese Position ist Option 1. Option 2 ist das Ganze dann im langen Hebeln, der Hollow Hold. Wir können auch aus dieser Position starten und wir können versuchen, jetzt hier erstmal die Arme über Kopf zu nehmen. Kann ich immer noch die Position halten? Wenn ich in der Lage bin, kann ich ein Bein vornehmen. Okay, passt auch noch. Ich habe immer noch meinen Kontakt zum Boden. Kann ich beide Beine anheben. Und hier wird es schon schwerer und ihr hört schon an meiner Stimme, hier muss ich mich anstrengen. Okay, je nachdem wo ihr seid, ihr könnt die Beine etwas strecken oder vielleicht ein Bein gestreckt, das andere gebeugt halten in dieser Position und euch langsam hier rantasten an die langen Hebel, an die großen Kräfte, die dann wirken auf dem Rumpf. Fokus ist, und da müsst ihr immer darauf achten, dass ihr den Bodenkontakt haltet und die Rumpfstabilität dementsprechend auch aufrecht haltet. Das Ganze für eine Minute, ja? Das heißt nicht in der Minute so viel Zeit in der Position verbringen wie möglich, sondern wir wollen eine Minute halten. Solltet ihr eine Pause brauchen, dann steht auch für euch kurz die Zeit und ihr müsst das alles aufaddieren. Also eine komplette Minute diese Position halten, egal wie viel Sätze ihr dafür benötigt. Okay? Ich zeige es dir nochmal. Diese Position für 60 Gesamtsekunden. Okay? Wir haben hier immer den Kontakt am Boden. Dann als zweite Station Jumping Jacks. Da haben wir hier unsere Startposition. Wir springen in den Kretschstand und gleichzeitig bringen wir die Arme über Kopf. Das ist eine Wiederholung. Okay? Eins, zwei. Ja, ihr könnt unten zählen oder oben zählen, vollkommen gleich. Hauptsache, ihr zählt immer an der gleichen Position. Hier nochmal. 5, 6, 7, 8. Okay? Das ist die zweite Station. Dann haben wir Station Nummer 3. Auch wieder zwei Übungen zur Auswahl. Und zwar Variante 1 sind die Shoulder Taps. Wir sind in der oberen Position, in der Liegestützposition, haben die gleiche Bauchspannung wie bei unserem Hollow Hold in Station 1. Und dann wollen wir diagonal mit der rechten Hand zur linken Schulter greifen, die berühren und wieder zurück zur Ausgangsposition. Und das Ganze im Wechsel. Das heißt, wir gehen hier mit den Händen direkt unter die Schulter, der Arm bleibt die ganze Zeit gestreckt. Ich habe einen kurzen Bauch, das heißt aus dem Hohlkreuz hier reinziehen, den Bauch anspannen und dann im Wechsel rechts, links die Schultern berühren. Das ist unsere erste Option für die dritte Station. Das ist ein sehr, sehr guter Beginn für einen stabilen Liegestütz. Okay? Und natürlich auch die Rumpfmuskulatur.
Wer schon weiter ist, der kann den Liegestütz machen oder, wie es vorgesehen ist, den Hand-Release-Liegestütz. Das ist im Prinzip ein Liegestütz, wo wir komplett flach am Boden liegen und damit wir das sicherstellen, heben wir kurz die Hände vom Boden und beenden dann den Liegestütz wieder ganz regulär. Also gehen in unsere Liegestützposition, wir legen uns ab, lösen die Hände, finden wieder die Spannung und drücken uns wieder in die Position. Hier nochmal, ablegen, Hände lösen, Spannung und wieder rausdrücken. Okay? Shoulder-Taps für 20 Wiederholungen und Hand-Release Push-Ups für 10. Wenn wir dann mit Station 3 fertig sind, geht es zu Station 4. Und hier habt ihr die Möglichkeit, entweder euch gegen die Wand zu legen oder hier gegen den Türrahmen, Pfosten, was auch immer ihr zur Verfügung habt. Und das Ziel ist, dass wir in der 90-Grad-Position im Knie und in der Hüfte die Position halten für 60 Sekunden. Also am besten entweder auf unseren Timer schauen oder ihr legt euch selbst noch eine Uhr parat und dann hier die Zeit absitzen quasi. Okay? Ich denke, wir können direkt mit dem Workout beginnen. Wir haben alles besprochen. Wenn ihr das Ganze nochmal länger ausprobieren wollt, macht kurz Pause. Ansonsten starten wir genau jetzt. 10 Sekunden Countdown, ich trinke noch einen Schluck und dann gehen wir unser 18-minütiges Workout. Gut. Eine Minute Hollow Hold, gleich eine der schwereren Übungen zu Beginn. Wie gesagt, wenn ihr eine Pause braucht, dann auch aufpassen auf die Uhr und alles in Summe zusammenrechnen, dass wir eine Minute diese Position auch tatsächlich halten.
Thank you.
Thank you.
Brühen und drei verschiedene Varianten bzw. Übungen. Zum einen wollen wir die Hüfte wieder aufdehnen, die Bauchdecke und die Schulter-Brustmuskulatur. Dafür gehen wir für die erste Übung in einen langen Ausfallschritt mit beiden Händen unter die Brust am Boden aufstützen, das hintere Bein strecken wir, den Spann legen wir flach auf, machen eine große stolze Brust, ziehen die Schultern zurück, das Schienbein ist senkrecht und in dieser Position bleiben wir für eine Minute.
viele Liegestütze gemacht, viele Burpees und seid fit für morgen. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag, ein schönes Wochenende und bis bald. Ciao. Okay, wir haben drei Runden. In den drei Runden wollen wir vier Shots. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das funktioniert jetzt nicht. Machen wir gleich nochmal. So, wir beenden das heutige Programm.